Grundsätzlich gab es auch kaum Chapter, die ich irgendwie toll fand. Ich fand, dass das Ganze auch irgendwie immer gleich ablief. Entweder sie haben wirklich nur über unwichtige Dinge gelabert, weil die Charaktere ja keinen wirklichen Hintergrund haben, keine Charakterentwicklung großartig durchmachen. Sie haben Sachen wiederholt, die wir vorher oder davor erst durchgekaut haben und haben dann auch noch mal irgendwie Sachen verändert und hier und da Fehler reingebracht. Oder es war dann einfach wirklich nur Kämpfen. Und diese ganzen Kampfchapter finde ich in Boruto schlimm. Weil da gab es zwar mal ein, zwei Kämpfe, wie gesagt, da wo Sarada am Anfang mitgemacht hatte, gegen, ich weiß jetzt nicht, wie der hieß, dieser etwas kräftigere da von Kara. Ja, der Kampf war cool, okay, aber sonst ist es einfach immer nur bisschen ausweichen, bisschen Gelaber, hier eine neue starke Kunst genannt, Rasengan XYZ und das war's dann eigentlich. Ja, also für mich hat der Manga absolut überhaupt keinen Mehrwert, weil ich sage, wie es ist, als der Film damals kam, das fand ich super. Als es Gaiden gab, fand ich das auch noch super. Und als es hieß, dass es Boruto als Manga gibt, habe ich zuerst auch gedacht, okay, wenn man so ein paar Bände rausbringt, vielleicht wird das ganz interessant. Ich war nicht abgeneigt dagegen. Ich meine, Naruto war zwar beendet, aber ich fand das letzte Chapter, also jetzt nicht diesen Epilog, der war ja ganz okay, aber ich fand so das richtige letzte war irgendwie nicht so zufriedenstellend und ich habe mir gedacht, okay. Warum nicht, wenn man dann noch mal ein bisschen zeigt, was aus allen geworden ist und so die Kinder und so hat, das kann man ja irgendwie machen. Aber ehrlich gesagt, vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten einfach irgendwie davor das gehabt, wie Boruto und Naruto sich verstanden hätten und dennoch kein Hokage geworden wäre. Dann hätte man es machen können, dass man wirklich sieht, wie dieser Bruch zustande kommt. Naruto ist Hokage, weniger Zeit für die Familie. Dann die Schulenprüfung, das war im Manga ja auch drinne, das war okay. Dann hier und da vielleicht ein paar Missionen und dann recht schnell das mit Kawaki einfügen. Und ich bin ehrlich, vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten nur so 10 Bände gehabt. 10 Bände, dafür kurz und knackig, aber irgendwie nicht so ganz, ja, absurd mit diesem Kara- und Otsutsuki-Scheiß und so. Ich glaube, das wäre irgendwie die bessere Wahl gewesen. Aber jetzt 20 Bände und es soll noch weitergehen, finde ich einfach unnötig. Und dass man auf den alten Charakteren so herumtrampelt, außer Naruto und Sasuke, wobei die ja jetzt auch nicht mehr so wirklich vorkommen, weil Naruto ist ja in dieser Dimension gefangen und ohne Kurama, ja, war er ja auch schon geschwächt. Also von daher, ja, für mich hat es keinen Mehrwert. Für mich ist Boruto echt langweilig und ich finde es auch überhaupt nicht gut oder spannend. Und von daher, nee, für mich ist es schlecht. Und es wird wohl auch für andere schlecht sein, weil viele das auch irgendwie nicht gut finden, dass es keine richtige Story gibt, dass alles übertrieben ist, dass Boruto so viel kann. Diese übermächtigen Gegner, die dann am Ende irgendwie doch nicht so wirklich was bringen. Ich meine ehrlich, Code, ne? Der wirkte so übermächtig und ich dachte, es wird der letzte Gegner. Und dann kommt das mit Kawaki und Code ist zwar immer noch da und diese ganzen Jubis und es ist einfach ein totales wirres Durcheinander. Und ja, also es macht überhaupt keinen wirklichen Spaß, keine richtige Handlung und. Es ist auch einfach wirklich schlecht geschrieben. Also klar, es gibt Leute, die werden ihren Spaß damit haben. Ich lese es ja hier und da und bitte könnt ihr ja haben, aber gut geschrieben, nee, das ist es definitiv nicht. So, und jetzt möchte ich natürlich noch das, was ich zu dem zweiten Arc weiß, auch einmal erwähnen. Achtung, Spoiler für diejenigen, die es noch nicht wissen und warum ich wirklich gar keinen Bock mehr auf Boruto habe. Okay. Himawari kann ja eigentlich im ersten Arc von Boruto überhaupt nichts. Sie ist nur so 2 Jahre jünger als Boruto, aber sie kann keine Taijutsu und keine Hyuga-Fähigkeiten, abgesehen von dem Byakugan. Und ich habe mich dann wirklich gefreut, dass in ihr Kurama auftauchte. Und viele fanden das auch toll. Und sie hat dann auch kurz ein bisschen gekämpft. Aber grundsätzlich, so toll das im ersten Moment klingt, ja, das könnte jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau sein, aber ich durchleuchte eben alles und deswegen. Nein, ich fand es nicht gut. Ich fand es ehrlich gesagt scheiße, weil da sehr vieles einfach wieder keinen Sinn macht und man wieder mal sich selber in der eigenen Welt widersprechen tut. Das erste Problem ist, wie kann Kurama eigentlich in ihr auftauchen? Er weiß es selber nicht, weil sie hatte ihn gefragt. Und da ist wieder dasselbe Problem wie damals, als Naruto Rikudo fragte, wer Kaguya ist und woher sie kommt, und er sagte, woher sie kommt, ist egal. Nein, das ist eben nicht egal. Und wenn euch nichts einfällt als Begründung, woher derjenige kommt oder warum derjenige jetzt in mir drinne ist, dann lass die Charaktere doch bitte einfach nicht fragen, das macht's dann nicht ganz so dumm. Die zweite Sache ist die, wie kann Kurama eigentlich in ihr drinne sein, wenn sie nicht mal ein Siegel hat? Ich meine, es ist eine Chakramasse und grundsätzlich sollte das ohne Siegel eigentlich nicht funktionieren. Da haben sie mal wieder ihrer eigenen Welt widersprochen. Dass sie viel kompatibler als die Jinchūriki davor ist. Okay, ich habe damit kein Problem, sie ist Uzumaki und Hyuga und von daher ist es eigentlich ja auch näher an Otsutsuki, also Kaguya dran und das ist in Ordnung, weil Kraft von Rikudo und so und sie ist stark. Okay,
Allerdings finde ich, ist es kein wirklicher Vergleich, wenn man Mito und Kushina zumindest nimmt. Über Mito wissen wir nichts, sie hat die Kraft nicht genutzt und hat das Ganze eh nur so gemacht, ja, ist halt Krieg und deswegen bringe ich dieses Opfer halt die Fresse, Kurama. Kushina, ja, da wissen wir ja auch nicht allzu viel, sie hatte Angst vor ihm und so und ja, nun, die sind nie dazu gekommen, sich irgendwie zu verstehen, aber sie wusste, dass sie ein Opfer ist und dass er ein Opfer ist. Also kann man sie ja, wie gesagt, nur mit Naruto vergleichen und sie ist eben kompatibler als er. Finde ich ja auch nicht schlimm. Und deswegen, ich dachte auch im ersten Moment, cool, Himawari geht jetzt irgendwie in die Richtung von Kushina. Sie hat mehr Chakra, das wussten wir, sie bekommt Kurama. Ja, sogar ihre Haare bewegen sich dann so und ja, sie wird jetzt stark und kann was reißen. Aber dann habe ich das Ganze in einer anderen Sicht gesehen und zwar aus der Sicht von einem Shonen-Manga und habe mir gedacht, nee, das ist nicht, um Himawari cool zu machen, das ist einfach nur, damit Kurama wieder da ist. Wieso ich darauf komme? Das ist ganz einfach. Haben wir irgendeine Kunst von Himawari in dem Chapter gesehen? Haben wir irgendwas gesehen wie Hakekushu, Kaiten vielleicht oder irgendetwas Neues? Nein. Stattdessen kann sie Bijudama, also die Kunst, die ein Biju kann. Und das wirkt dann für mich schon so wie, ja, was kann denn Himawari? Ach, die kann ja gar nichts. Nehmen wir Bijudama. Das ist eine super starke Kunst und cool und das ist ja Kuramas Kunst. Also sprich, statt ihr einfach Hyoga-Künste zu geben, die aufgrund des Kurama-Chakras noch stärker wären, gibt's einfach nur Bijudama, weil wir wollen uns nichts anderes ausdenken, ist ganz klare Sache. Und ehrlich, dass sie die Haare dann so bewegt. Ich meine, ich könnte jetzt auch fragen, warum hat Himawari eigentlich auf einmal längere Haare? Sie hat die ganze Zeit kurze Haare und jetzt längere, nur damit das so ein Hahaha, guck mal, sie kann ihre Haare bewegen wie Kushina. Und das hat bei Kushina nicht mal was mit Kurama zu tun. Das ist einfach bei ihr, wenn sie sich aufregen tut. Und ja, das hat man einmal, also am Anfang gemacht gehabt, so aus so einem Chapter-Kapitelbild halt, dass sie ihre Haare so hoch hatte und das sah dann aus wie 9 Fuchsschwänze. Daher ging das her und das hat jetzt eigentlich nichts wirklich mit Himawari zu tun. Das soll wohl irgendwie gagmäßig und lustig sein. Keine Ahnung. So, und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie kann sie überhaupt eine Bijudama und wie kann sie überhaupt das Ganze schon kontrollieren? Also, dass sie Bijudama grundsätzlich kann, ist nicht mein Problem, weil sie ist ja kompatibler. Aber das Wie ist das Problem. Als Naruto versucht hatte, Bijudama zu lernen, hat Bi ihm erklärt, dass man das Chakra ausbalancieren muss mit negativen und positiven Chakra. Himawari wird jetzt aber gar nichts erklärt und sie kann es einfach. Und das ist das Problem in Boruto, auch schon am Ende von Naruto teilweise, dieses Kunst wird genannt, ich kann die Kunst. Ich muss nicht wissen, wie sie geht, ich muss sie nicht trainieren, ich muss kein Gefühl dafür haben, ich kann es einfach. So, und dann geht das ja noch weiter. Also, da haben wir ja dann Sarada und sie hat ja eben den Mangekyou-Sharingan. Aber ja, sie wurde dann in dem Chapter angegriffen. Himawari natürlich übrigens auch. Die hat ein bisschen gekämpft, aber hat halt einfach nicht wirklich was gerissen, trotz Bijudama. Und dann kommt Boruto und rettet beide. Und ich denke mir nur, warum? Ich meine, Sarada hat einen Mangekyou-Sharingan. Warum kann sie nicht schon ein bisschen Susanoo? Es sind ja schließlich 2, 3 Jahre vergangen. Nein, sie muss gerettet werden von Boruto, weil Boruto alles kann. Himawari hat jetzt eben Kurama in sich. Sie ist gerade eben ein Jinjuriki und sie ist eigentlich stark, kann die Bijudama aber. Sie kriegt nichts geschissen, weil ihr Bruder kommen muss, um sie zu retten. Und alleine das war dann für mich schon wieder dieses, oh, weibliche Charaktere, die stark sind, die was könnten, aber sie dürfen nicht, weil der männliche Charakter sie retten muss. Und dann ist da noch die Sache, die mich auch extrem stört. Boruto kann Hiraishi no Jutsu. Versteht mich nicht falsch. Er ist natürlich der Enkel von Minato. Klar. Und dass er es grundsätzlich kann, weil er ja auch eine gute Chakra-Kontrolle hat und er ja auch nicht dumm und unfähig ist. Bei Naruto sieht das ein bisschen anders aus. Der könnte das nicht, weil er nicht so geschickt ist. Damit habe ich auch eigentlich kein Problem. Aber die Sache ist die, das Wie. Weil es gibt niemanden in Konoha, der eigentlich Hiraishin kann. Und Hiraishin wurde in gesamt Boruto nicht einmal erwähnt. Eigentlich, so wirkt es immer, war die Kunst von Minato. Irgendwann im Krieg hieß es, angeblich hat Tobirama die Kunst erfunden und Minato hat sie nur perfektioniert, weil Minato ja alles immer nur abkupfert. Ja, er wurde im Krieg leider ziemlich scheiße geschrieben, aber gut. Ja, und dann hieß es auch, dass irgendwie die Leibgarde, die ihm ja mal gedient hat, aus Genma und 2 anderen bestehend, dass sie zu dritt hier reischen können. Ich verstehe nicht, warum 3 Leute hier Raishin einsetzen müssen. Ich hätte es irgendwie logischer gefunden, wenn sie gesagt hätten, aufgrund der Entfernung können wir die Kunst nur zu dritt einsetzen. Aber irgendwie war es plotmäßig unsinnig und dumm. Und wir gehen einfach mal davon aus, Genma und Co. sind schon tot, da ja auch Kibas Schwester tot ist, die deutlich jünger ist. Und Hanabi ja auch im Boruto-Manga nicht existiert. Also gibt es Genma und Co. hier natürlich auch nicht. Ist klar. Das bedeutet, es kann aktuell niemand hier Raishin.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er es von Satsuki gelernt, aber auch Satsuki kann nicht Hiraishin. Und wenn er das nicht kann, wieso kann Boruto es dann? Und ich verstehe auch nicht, warum man sich das so schwer wieder macht. Man hätte doch eigentlich einfach irgendwann, so in den letzten ein, zwei Bänden, hätte man doch mal reinbringen können, dass irgendwie Boruto mal irgendwie fragt, welche Künste konnte eigentlich mein Großvater? Und dass man dann irgendwie sagt, ja, der konnte Hiraishin no Jutsu. Und er, Hiraishin, was ist das? Und man erklärt das so ein bisschen. Grundsätzlich verstehe ich sowieso nicht, warum Boruto nie irgendwas hinterfragt. Ich meine, er interessiert sich einen Scheißdreck für seine Familie. Also jetzt nicht für seine Mutter und seine Schwester, aber er kennt seine Großeltern überhaupt nicht. Und er fragt nicht mal, wie die gestorben sind oder wie die waren. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie würde mich das als Enkel schon interessieren, gerade wenn ich ja weiß, ja, mein Opa war der vierte Hokage und ja, gut, über Kushina erwähnen sie nichts mehr. Ich meine, Naruto heißt Uzumaki, weil er sich den Namen selber gegeben hat, ist schon ganz klare Sache, ne? Aber grundsätzlich, ja, es macht halt einfach keinen Sinn. Und ich gehe einfach auch mal davon aus, dass Boruto Hiraishin jetzt auch noch viel besser können wird als Minato. Bestimmt brauche er keine Markierungen dafür oder sowas, keine Ahnung. Ich ermut's einfach und ich finde das irgendwie lächerlich. Ich verstehe nicht, warum man auf Teufel komm raus jetzt versucht, Minato und Kushina zu kopieren, nur schlechter, beziehungsweise Boruto natürlich wieder in viel besser, weil es hat keinen Sinn. Warum denkt er sich nicht irgendwas Neues aus? Wobei, apropos Neues, Konohamaru kann ein neues Rasengan. Und damit kann er jetzt irgendwie abwehren, eine Barriere oder so und ja, ich sag mal dazu irgendwie gar nichts. Und dann auch diese ganzen Jubis, dass die da sind und so und ja, es ist eigentlich auch fragwürdig, dass Kawaki auch am Anfang relativ viel Scheiße bauen durfte, aber Konoha-Logik. Wie sagte Zabuza mal, so ein Dorf wie Konohagakure, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen, bringt keine echten Ninja hervor. Konoha hat eine Logik, der kann man nicht folgen. Also deswegen, ich weiß nicht, wie das Ganze enden wird. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das wird ja jetzt auch nur noch Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe geben. Es war ja jetzt auch schon wenig Emotionalitäten und Humor und Handlung. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass im zweiten Arc wirklich viel mehr passieren wird. Und es wird auch wieder eine reine Boruto-Show wahrscheinlich sein. Und deswegen, nee, also ich bin durch damit. Also ob ich mir das noch irgendwie durchlese und vielleicht trotzdem dann noch ein paar Analysen mache, weil ich es halt irgendwie nicht mag, einfach so mittendrin aufzuhören, das wird sich dann noch zeigen. Ich werde mal drüber nachdenken, aber ja, erwartet es jetzt nicht unbedingt. Und wie gesagt, also ich finde es nicht gut, ich finde die Charaktere nicht gut. Ich habe selbst das Gefühl, dass die Sarada aus Gaiden eine ganz andere Sarada ist als die in Boruto. Genauso wie Boruto im Film wirkt ganz anders als der im Boruto-Manga und ja. Aber jetzt seid ihr dran. Was sind eure Erfahrungen mit Boruto? Fandet ihr es am Anfang gut und dann schlechter? Oder fandet ihr es erst schlechter und dann besser? Was sagt ihr zum zweiten Arc, falls ihr ihn gelesen habt? Findet ihr den besser oder auch schlecht? Wie gefällt euch Boruto? Was hätte man besser machen können? Was waren eure Highlights? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.